Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Orga TV, jeden Mittwoch live um 18.18 Uhr. Ich bin wieder mit dabei und ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes, sonnenreiches Wochenende gehabt. Eigentlich hätte ich heute mit Aloha begrüßen müssen, oder? Was meinst du? Also meiner Meinung nach passt Aloha heute besser, denn wir haben euch ein bisschen Urlaub mitgebracht. Wie ihr an unserer Dekoration eigentlich schon sehen könnt, geht es heute bei uns um Genuss und ganz viel Entspannung. Aber bevor wir so weit kommen, erzähle ich euch erstmal, um was es heute in der Sendung geht. Und zwar zeigen wir euch ganz am Anfang, wie die Generation Z denn heute so shoppen geht. Wo kauft sie ein, was kauft sie ein und wie lange kauft sie ein? Das werden wir heute alles klären. Und heute haben wir zusätzlich einen Stereotypen für euch, wie jede Woche. Und wir haben heute auch einen Live-Gast bei uns im Studio und das ist die liebe Dana. Und die wird uns heute mit ganz frischen Drinks versorgen. Genau, wie Sophie hat es ja auch gerade schon erwähnt, denn wir beschäftigen uns als allererstes mal mit der Frage, wie denn die Generation Z heutzutage eigentlich so einkaufen geht. Sind sie eher die typischen Internet-Shopper oder gehen sie ganz klassisch viel lieber in die Geschäfte und shoppen dort vor Ort? Oder sind sie doch eher so ein bisschen oldschool unterwegs und verbringen ihre Sonntage noch auf den Flohmärkten? Also ihr merkt schon, es gibt ganz schön viele Möglichkeiten, den Kleiderschrank zu füllen und dementsprechend auch den Portemonnaie zu leeren. Und wie letztendlich die Generation Z heutzutage einkauft, das schauen wir uns doch jetzt mal an. Wie kauft die Generation Z ein? Lokal oder mobil? Prozent der Generation Z kaufen ihre Kleidung lieber online. Und obwohl sie die digitalste und von Social Media bestimmteste Generation ist, sollten Einzelhändler ihre physischen Läden nicht außer Acht lassen. Denn ein großer Teil der Generation Z geht gerne in den Laden um die Ecke. Dort lassen sie sich beraten, um dann später den Kauf online zu tätigen. Physische Bücher verlieren immer mehr an Bedeutung. Der E-Book-Markt brummt. Bis 2020 wird der Anteil der E-Books am Gesamtmarkt auf 20% steigen. Aber gerade weil diese kommende Käufergruppe in physische Läden gehen will, bedeutet dies nicht, dass Einzelhändler nichts tun müssen. Sie müssen um ihre Marke ein interaktives Erlebnis schaffen. Im Laden vor Ort erhalten die Käufer ihre Informationen, um den Kauf dann online zu tätigen. Die Einzelhändler müssen also ihre digitalen Einkaufsmöglichkeiten und Methoden weiter überdenken und neu gestalten, um die Generation Z nicht zu verlieren. Die Generation Z ist neuen Shopping-Methoden offen gegenüber. 73% der Generation Z-Käufer interessieren sich für Curated Shopping-Angebote und 71% sind an automatischen Nachschubprogrammen interessiert. Social-Media-Plattformen, allen voran Instagram, gewinnen für die Käufergeneration Z immer mehr an Bedeutung. Hier holen Sie sich von Influencern oder dem Unternehmen selbst Inspiration. 64% vertrauen eher oder ganz dem Inhalt von mobilen Angeboten der Marken. Der Handel muss digitaler werden, um eine Generation zu erreichen, die die zukünftige Einzelhandelslandschaft prägt und beherrschen wird.
Wie kaufst du so ein, Sophie? Och, also wenn du mich fragst, ich bin so der typische Shoppinggänger. Also ich laufe noch durch die Fußgängerzone und gehe von Geschäft zu Geschäft und bin so diejenige, die dann so 1000 Teile anprobiert, aber im Endeffekt eigentlich nichts kauft. Ach, wem sagst du das? Kenne ich irgendwie, ja. Von mir. Auf jeden Fall. Bestellst du aber auch öfters was? Also shoppst du dann auch schon mal so im Internet? Also ich muss sagen, ich habe noch nie ein Kleidungsstück online gekauft und mir bestellt. Ich weiß, das ist sehr untypisch, ich weiß das. Das ist aber richtig untypisch. Habe ich noch nie gemacht. Für die heutige Zeit. Ehrlich? Ja, nee. Mm-mm. Dabei ist Online-Shoppen doch einfach total bequem. So, eigentlich ne? Schon, aber irgendwie geht's anders auch. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Aber vielleicht liegt es daran, dass in Alschbach gar nicht so eine gute Internetverbindung ist. Ja, jetzt kommt man hier wieder, ne? Ja, gut, alles klar. Ha? Witzig heute. Immer. Immer doch. Bevor sie jetzt noch was sagen kann, dann sag ich euch mal den nächsten Beitrag an. Und zwar geht es jetzt um einen weiteren Stereotypen der Generation Z. Wer kennt das nicht? Ihr sitzt in einem Restaurant, bestellt etwas zu essen und dann kommt es vorbei und ihr denkt nur noch so, wow, sieht das so lecker aus und ich möchte es unbedingt mit meinen Freunden teilen. Handy raus, Bild, ab auf Instagram, Snapchat oder was weiß ich was. Und los geht's. Genauso geht es auch Bastian in unserem nächsten Beitrag. Viel Spaß mit dem Foodie-Beitrag. Heute wollen wir euch zeigen, wie die Generation Z mit dem Thema Ernährung umgeht und was man eigentlich in diesem Zusammenhang unter dem Begriff des Foodie versteht. Die Generation Z macht heute etwa 20% der Erdbevölkerung aus und spielt laut neuesten Studien als erste globale Generation in vielen Bereichen wie auch der Ernährungsindustrie eine Schlüsselrolle in der technikgetriebenen und vernetzten Welt von heute. Mitgliedern der Generation Z wird heute ein besonders großes Gesundheitsbewusstsein nachgesagt. So hat beispielsweise eine Erhebung der Universität des Saarlandes ergeben, dass sich etwa 63% der Zettler heutzutage für gesunde Ernährung interessieren. Besonders bei jüngsten Sprösslingen ist bereits der Wunsch nach Veränderung hin zum Guten zu erkennen. Ihnen ist es besonders wichtig, wo die Lebensmittel herkommen, und sie sind dafür auch bereit, wieder häufiger auf Märkten vorbeizuschauen. Die Generation Z legt wieder mehr Wert auf eine individuelle Kundenberatung und eine Verbundenheit zum Verkäufer. Wir sind schon seit 20 Jahren auf dem Bauernmarkt, beziehungsweise wir haben jetzt das 21. Jahr angefangen und der Markt, der läuft gut. Die Leute können uns auch vor Ort fragen, denn wir kommen ja vom Fach. Wir bauen die Produkte in der Regel selber an. Wenn Sie Fragen haben zu den Produkten, können wir Ihnen auch Antwort geben. Was wir auch festgestellt haben, kommen auch immer mehr jüngere Leute, jüngeres Publikum mit Kindern, wo auch die Kinder selbst schon jetzt kochen, die nicht gerne in den Supermarkt gehen und Discounter, weil die Sachen sind zu groß abgepackt und sind auch verknackt manchmal. Und natürlich die Optik spielt eine Rolle. Die Kunden entscheiden, was sie kaufen und wo sie. Aber gesunde Ernährung ist nicht immer einfach. So hat eine amerikanische Studie herausgefunden, dass etwa 40% der Amerikaner es leichter finden, eine Steuererklärung anzufertigen, als sich gesund zu ernähren. Die Generation Z ist technisch jedoch auf einem so hohen Stand, dass sie ununterbrochen miteinander verbunden ist und sich dadurch jede Information nach Belieben aus dem Internet besorgen kann. Mobilität und der weltweite Austausch stehen dabei im Mittelpunkt. Fastfood-Restaurants und Burgerläden werden für die Generation Z immer unattraktiver. Stattdessen stehen immer häufiger Salatgerichte und auch Selbstgekochtes auf dem Speiseplan. In diesem Zusammenhang kann man auch den Begriff des Foodie verwenden. Als Foodie bezeichnet man allgemein einen Feinschmecker, für den der Konsum authentisch und hochwertig sein soll. Foodies legen hierbei einen besonders großen Wert auf die Ernährung. Mit der Generation Z wächst also eine neue Generation von Foodies heran. Foodies lieben es, ihre Gerichte zu fotografieren und diese in sozialen Netzwerken zu teilen. Durch spezielle Foodie- und Gesundheits-Apps lassen sich schnell über das Internet neue Inspirationen besorgen. Da Zettler immer häufiger selbst einen Kochlöffel greifen, können sie so die neuesten Rezepte für beispielsweise gesunde Säfte oder auch andere Gerichte austauschen und sind immer auf dem neuesten Stand, was die aktuellen Ernährungstrends hergeben. Da
Das sah aber gut aus, oder? Fandest du nicht? Ja, ne? Ah, das sah richtig, richtig lecker aus. Ich war gerade woanders. Ich war nämlich schon bei unserem tollen Gast jetzt. Oh ja, und zwar kommen wir von Hunger zu Durst. Ich habe nämlich ganz schön Durst bei diesem Wetter. Und zwar begrüße ich ganz herzlich unsere liebe Dana. Hallo. Dankeschön. Na, wie geht's, wie steht's? Gut. Alles und gut? Dir? Bestens, würde ich sagen, oder? Bei dem Wetter, was will man da noch mehr? Ja, mega. Immer gut. Was Sehr hast schön. Du denn da Schönes alles vorbereitet und mitgebracht? Erzähl. Ich habe euch heute bei den wundervollen Temperaturen, die jetzt schon die ganze Zeit da sind, und ich hoffe, die bleiben auch so, zwei leckere Cocktails mitgebracht. Zum einen was Erfrischendes mit Tee. Oh. Ja, und das andere ist ein bisschen so Detox-like für die Sportler, damit die auch mal ein bisschen was trinken können. Detox. Sehr gut, sehr, sehr gut. Cool. Sehr gut ausgewählt. Ja. Und mit was beginnen wir? Wir beginnen mit dem Tee-Cocktail. Oh. Und zwar mache ich dann gerade mal für uns drei hier ein bisschen was vor. Ja. Sehr gut. Soll ich dich schon mal öffnen? Ja, sehr gerne. Kannst du auch aufmachen. So, und zwar... Ich mache das alles so ein bisschen nach Gefühl. Was ist das jetzt? Ja, das ist jetzt einfach nur schwarzer Tee gekocht und den habe ich noch halt kalt stellen lassen. Mhm. Muss natürlich abkühlen. Wie lange lässt du den ungefähr ziehen, den Tee? 5 Minuten ganz normal, das reicht. Weil sonst wird es einfach zu bitter. Ja, ja. Das reicht vollkommen aus. Okay, super. So. Dann schenke ich das mal ein. Ich hoffe, es schmeckt euch. Ach, ich bin auch ganz gespannt hier. Ich auch. Aber Cocktail jetzt bei dem Wetter, ich glaube, er kann schmecken, wie er will. Ich freue mich einfach, dass du Eiswürfel dabei hast. Ja, natürlich. Ich habe auch Wodka mitgebracht. Wodka muss da auch einfach rein. Okay. Dass wir hier nachher umquatschen. Ich mach nur so einen Schuss rein. Okay. Weil wenn man das jetzt bei der Hitze trinkt, was natürlich schlägt schön, dass irgendjemand ne? umfällt. Das wollen wir ja nicht. Das könnte passieren. Dann kommt noch ein bisschen Zitronensirup rein. Mhm. Oh. Ist das Sirup oder ist das Saft? Das ist so Saftsirup, ich kann es gar nicht genau sagen. Okay, also geht wahrscheinlich sowohl Saft als auch Sirup. Es geht sowohl als auch. Okay, also Zitrone, merkt ihr euch da draußen? Zitrone, so dann. Oh, natürlich die frische Limette. Eine frische Limette. Richtig, ja, und dann reinpressen. Mhm. So, ich lege die mal nochmal hier ab. Ja, klar. So, dann mach ich mal ein paar Eiswürfel rein. Ah, jetzt kommen die Eiswürfel. Oh, endlich. Die freust du dich schon. Oh Gott. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie warm es hier ist. Aber wir wollen schon lecker. Wir wollten alle Sommer, jetzt ist der Sommer da. Auf jeden Fall, wir wollen uns auch gar nicht beschweren, ne? Deshalb bin ich auch da und... Ja, um uns zu erfrischen. Genau. Vielen Dank nochmal. Ja, so, und jetzt ist... So, und das Ganze füllen wir jetzt auch mit Ginger Ale. Das trinke ich ja gern, ne? Das ist sowas, das trinke ich gern. Das trinke ich lieber als Fanta und Cola und alles andere, ne? Das sprudelt jetzt nämlich auch schön. Vor allem, wenn es eiskalt ist. Und Ginger Ale ist halt auch einfach nicht so süß. Genau. So, und dann als Deko natürlich noch so ein Viertel Limette reinmachen. Natürlich, das Auge trinkt ja mit, natürlich. Ne? Natürlich. So, und dann können wir das Ganze mal hier zudrehen. Ich kann mal einen schicken Strohhalm. So, Mädels. So. Ich würde sagen, dann trinken wir doch mal. Vielen Dank. Anstoßen, oder? Danke. Zum Wohl. Sehr gerne. Zum Wohl. Wir sehr probieren schmecken. Jetzt mal. Lecker. Super lecker. Oh, oh ja. Sehr gut. Genau. Danke, das schön. Richtige. Auf jeden Fall. Also probiert es zu Hause aus. Super lecker bei den Temperaturen. Wahnsinn. Lecker. So, dann würde ich mal sagen, der Durst ist mal für das Erste jetzt gestillt. Wir sind hier bestens versorgt. Die Dana, die zeigt uns nämlich nachher noch einen weiteren Cocktail, gell? Ja, klar. Sehr, sehr toll. Der Detox-Cocktail. Der Detox-Cocktail. Oh, den bin ich auch gespannt. Auf den bin ich auch gespannt. Aber trotzdem finde ich, jetzt so eine leichte Kost, so was Kleines zu essen, wäre eigentlich nicht schlecht, oder? Hätte ich nichts dagegen. Gern. Und ideal für dieses Wetter ist ja eine leichte Kost, habe ich ja jetzt gerade schon gesagt. Und wie ihr ganz einfach und vor allem ganz schnell etwas Leckeres herrichten könnt, das zeigen wir euch jetzt im nächsten Kochtutorial. Viel Spaß! Thank you.
So, und wir sind wieder zurück im Studio und unsere Dana zeigt uns jetzt mal einen anderen Cocktail. Aber vorher möchten wir und natürlich auch unsere Zuschauer bestimmt doch wissen, wer ist denn eigentlich die Juhu-Dana? Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Ja, was machst du so? Dana. Ich studiere BWL. Schön. So wie ihr auch. Ja. Ach ja. Und arbeite nebenbei in der Gastro. Mhm. Deswegen kannst du auch so coole Cocktails machen. Und wo? Hier in Saarbrücken? Ja, im St. J. am Markt. St. Johann am Markt. Ach, schön. Genau. Also wisst ihr, wo ihr jetzt immer hingehen müsst. Ja, und da sind auch ganz viele Generation Z-Leute unterwegs. Ah, ja. Und die feiern insbesondere jetzt den zweiten Cocktail, den ich euch zeigen werde. Ja, dann wird der uns bestimmt auch schmecken. Auf jeden Fall. Und zwar ist es was ganz, ganz Einfaches. Mhm. Und es ist Wodka. Was soll das sein? Mal wieder Wodka, Leute. Es ist schon wieder Wodka. Ja, halt wie immer ein Schuss Wodka. Ja. Kommt da rein. Ungefähr so viel, guck mal. Ach, so ein Schlückchen. Das hängt natürlich immer von der Glasgröße ab. Genau. Ja, genau. Ja. Das stimmt. Ja. So, dann kann man da auch noch mal so eine halbe Limette reinpressen. Ich guck mal, ob ich das hier so gut hinkriege. Ups. Sorry. Mm. So. Mhm. Dann kommt da auch noch mal ein bisschen Zitronensirup rein. Mhm. Es darf halt nicht zu sauer werden. Das also nicht muss zu sauer. Man so ein bisschen auf. Also man soll den Wodka schon noch rausschmecken, oder? Nee, man soll schon eingeschmiert Zitronensirup rausschmecken. Jetzt natürlich noch Eis. Ja. Das ist auch total lecker, finde ich, dieses Zitronen. Es darf halt einfach nicht zu säuerlich werden. Ja, aber halt, wenn man drauf steht, kann man das natürlich machen. Gut, aber ich meine jetzt, wenn du Gäste hast, ist es halt besser, wenn es nicht so sauer ist, damit auch jeder was davon trinken kann, ne? Auch die, die lieber süß trinken. Macht nichts. Nochmal. Der Eiswürfel möchte nicht rein. Die sind zu schlüpfrig. Die sind zu klasse. Ah, jetzt. So. Was war es auch schon? Es wird einfach nur noch mit Sprudel aufgefüllt. Ach so. Ja, das ist Detox-Getränk, weil Wodka hat ja am wenigsten Kalorien. Wodka-Wasser ist das. Also Wodka-Wasser. Man nennt es auch Skinny Bitch. Skinny Bitch. Oh, Skinny Bitch. Ja. Passt zu dieser Flasche hier, ne? Skinny. Ja, Wodka hat ja wenig Kalorien und Wasser ist immer gut, damit man nicht dehydriert. Vor allem bei den Temperaturen. Richtig. Das ist perfekt. Wir mischen jetzt hier was an. Wenn ihr seht, das sprudelt richtig hier oben raus. Sieht richtig gut aus. Oh ja. So, und dann natürlich nochmal als Deko die Limette. Ein Viertel Limette. Guck mal, ob das hier passt. Komm, schau da aber mal ein bisschen mehr Deko rein. Ich will da hier noch sowas rein haben. Ja, ich möchte so ein Fähnchen. Guck mal. Und wir machen noch einen Strohhalm. Das habt ihr sehr schön. Strohhalm. Was willst du? Das ist ganz egal. Irgend so ein Puschel. Ne, Puschel haben wir schon. Nehmen was Grünes. Was Grünes. Schon dass sehr ein Puschel irgendwie so, Mädels. Kann. So, mach mal mehrere rein. Wir probieren jetzt mal alle. So. So. Hier neu. So, ich probiere natürlich als erstes, wenn das okay ist. Ja, sehr gerne. Danke. Erfrischend. Oh, Gott sei Dank. Jungs, wie sieht's aus? Wollt ihr auch mal? Los, wer möchte? Geil. Kommt vorbei. Ja. Sehr lecker. Theresa, ja, probier mal. Ich muss auch mal probieren. Und? Sehr lecker. Wow. Ja, da kommt auch jemand rein. Ja, Jo, komm doch mal rein probieren. Hier ist unser cooler Jo. Ich trinke nochmal von meinem Cocktail. Das war das von vorhin, ja? Das war das von vorhin, genau. Das ist Wodka-Wasser. Das ist Wodka-Wasser. Jetzt sag mal unseren Zuschauern, wie du es so findest, ne? Beschreib mal. Das ist wirklich sehr erfrischend. Ja. Das ist ein bisschen süßer. Was schmeckt dir jetzt als Junge, als so für die Männer, was ist jetzt so dein Favorit? Ich glaube, das ist leckerer. Müsst da noch mehr Wodka rein oder stimmt da so mit der Abstimmung? Nee, das stimmt mit der Abstimmung. Der ist gut. Den nehme ich, ne? Nehm ich jetzt auch mit. Darfst du. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. So, jetzt war der Coolio auch live hier. Und wie ihr jetzt wisst, wie es nach der Cocktail-Session denn am Wochenende aussieht, so eventstechnisch gesehen, zeigt euch jetzt unser cooler Jo die besten und coolsten und angesagtesten Event-Tipps. Also passt gut auf und seid gespannt. Hallo, ich bin euer Jo und herzlich willkommen aus der Orga-TV-Zentrale zu unseren zufällig ausgesuchten Veranstaltungstipps im Zeitraum vom Mittwoch, den 21. bis Dienstag, den 27. Juni.
Auch diese Woche gibt es einiges zu tun. Wir fangen aber an. Am Mittwoch, den 21. Juni, ist das Connect at HTW Saar Event am Campus der HTW Saar in Alsterbrücken. Bereits zum 6. Mal treffen sich über 50 regionale und überregionale Unternehmen, um mit Studierenden in Kontakt zu treten. Los geht's um 14 Uhr. Abends kommt dann Autor Robert Betz ins Kongresszentrum. Für 28 Euro kann man um 19.30 Uhr den Vortrag Dein Weg zur Selbstliebe mit Mut zur Veränderung hören. Am Donnerstag, den 22. beginnt die Vernissage Obsession in der Galerie Zimmerling und Jungfleisch. Der New Yorker Künstler Sen Tu ist zur Eröffnung anwesend und spricht über seine minimalistische Serie von Leinwänden. Los geht's um 19 Uhr. Im Brew Brothers steigt die 4. Evening Session mit Beats und Kaffee auch ab 19 Uhr der Social Media Talk. Aus dem Nähkästchen plaudern die Jungs von Ungekocht genießbar. Am Freitag, den 23. Juni, kommt der ESA-Astronaut Matthias Maurer an die Universität des Saarlandes und hält die Multimedia-Präsentation Astronautische Raumfahrt und ISS-Forschung in der Schwerelosigkeit. Los geht's um 18 Uhr im Informatikgebäude E22 im Günther-Hotz-Hörsaal. Am 23. Juni beginnt auch das 43. Saarbrücker Altstadtfest. Das außergewöhnliche Programm auf mehreren Bühnen mit nationalen Top-Acts und regionalen Künstlern verwandelt die Saarbrücker Altstadt für 3 Tage in eine Partymeile. Infos gibt's auf altstadtfest-saarbrücken.de. Das Rock und Metal Sarmageddon 2017 Festival steigt ab 13 Uhr mit Headliner Creator. Tickets gibt's für 50 Euro auf garage-sb.de. Das Ding steigt in Saarwellingen am Freibad. Am Samstag, den 24. Juni, ist der Tag der offenen Tür der Universität des Saarlandes. Auf dem Saarbrücker Campus können große und kleine Besucher in die Wissenschaft eintauchen. Rund 250 Angebote haben Studenten, Forscher und Uni-Mitarbeiter dafür zusammengestellt. Infos gibt's auf uni-saarland.de/infotag. Los geht's um 10. In der Innenstadt ist das erste Burger-Festival Saarbrücken. Zum Event haben auf Facebook 3.500 User zugesagt. Das habe ich in Saarbrücken noch nie gesehen. Seid dabei, wenn die besten Burger-Griller der Stadt ihre Meisterwerke präsentieren. Am Sonntag, den 25. Juni um 16.15 Uhr gibt es eine außergewöhnliche Reise und ein spannendes Experiment. Kamera 2 in Saarbrücken zeigt die preisgekrönte Reisedoku 3 von Sinnen. Bart, David und Jakob haben eine abenteuerliche Reiseidee. Zu Fuß und per Anhalter wollen sie die französische Atlantikküste erreichen, während einer nicht spricht, einer nichts hört und einer nichts sieht. Nach jeder Woche tauschen sie die Rollen. In Wally's Irish Pub diese Woche die Happy Hour mit Dave Phoenix. Am Montag, den 26. Juni, kommt der amerikanische Generalkonsul James Herman an die Universität des Saarlandes für ein Townhall-Meeting. Sprechen wird er über die amerikanische Außenpolitik und transatlantische Beziehungen. Los geht's um 10.30 Uhr in C51. Am Dienstag, den 27. Juni, ist Kinotag und der neue Transformers The Last Night kann in 3D für 9 Euro im CineStar gesehen werden. Ja, das war's auch schon wieder mit eurem Jo aus der Orga-TV-Zentrale. Wenn du deine Events hier vorgestellt haben willst, schickt mir eine Mail an orgatv@orga.uni-sb.de. Jetzt geht's zurück ins Studio. Ich wünsche euch eine schöne Woche und feiert gut. Aha, so, jetzt sind wir wieder zurück bei uns hier in der Orga-TV-Cocktailbar, wie ihr heute so schön seht. Und der Jo hat gekostet und hat gesagt, diese Cocktails sind auf jeden Fall empfehlenswert. Deshalb haben wir entschieden, dass wir die Rezepte von den Cocktails bei uns auf die Facebook-Seite posten, damit ihr fürs Wochenende natürlich fleißig mixen könnt. Und ja, der Jo ist jetzt schon wieder abgezischt nebenan. Ich würde mal sagen, der hat ein Leben, ne? Definitiv, auf jeden Fall. Die Dana ist da hinten auch schon wieder fleißig am Mixen. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, die Sophie und ich, wir können uns noch auf ein leckeres Feierabendgetränk freuen. Denn das werden wir dann schön in der Sonne genießen, indem wir noch die letzten Sonnenstrahlen von dem wunderschönen Mittwochabend einfangen werden. Und ob ihr eure Cocktails in den nächsten Tagen in der Sonne genießen könnt oder nicht, das zeigt euch jetzt unsere liebe Katharina, die Wetterfee. Und ich sag nur, it's getting hot in here. TV-Sendung schon fast vorbei. Ob ihr die nächsten Tage die leckeren Cocktails von Daniela ausprobieren könnt, das erfahrt ihr jetzt von mir, denn es ist schon wieder Zeit fürs Wetter vom 22. bis 28.06.2017. Starten wir also direkt mit Donnerstag, dem 22.06. Morgen wird es wieder richtig heiß bei strahlend blauem Himmel, denn es sind schon wieder 33 Grad angesagt. Wenn es euch da nicht im Vorlesungssaal hält, dann probiert doch einen der heutigen Cocktails und schmeißt eine gemütliche Grillparty mit euren Freunden. Auch Freitag geht es mit wunderschönem Sonnenschein weiter, allerdings sinken die Temperaturen wieder unter die 30 Grad Marke. Aber keine Angst, bei 28 Grad ist natürlich immer noch Eisessen angesagt. Auch euer Wochenende könnt ihr im Schwimmbad oder am See genießen, denn es wird weiter sonnig und den Schatten muss man am Wochenende suchen, denn es werden weiterhin 27 Grad. Montag, den 26.06. gönnt sich die Sonne dann aber eine kleine Pause, denn es soll leider Regen geben. Allerdings bleibt es schwülheiß bei 28 Grad.
Dienstag, den 27.06. gibt es dann einen Mix aus Sonne und Wolken bei 27 Grad. Und Mittwoch, den 28.06. ist dann leider vielerorts wieder mit Regen zu rechnen. Also setzt euch Mittwoch vor einen PC und schaut rein, wenn es wieder heißt, es ist 18.18 Uhr mit OrgaTV. Oh, vielen Dank. So, wir sind wieder zurück. Alles bleibt schön, es bleibt heiß und damit steht dem Stadtfest in Saarbrücken am kommenden Wochenende nichts mehr im Wege. Oh ja, feiern. Also, das heißt für die Jungs und für die Mädels, packt eure kurzen Sachen und eure lockeren Sachen vor allem raus, denn die Sonne wird uns weiterhin ordentlich verwöhnen. Wir sind jetzt schon wieder am Ende unserer Sendung. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr macht diese leckeren Cocktails auch mal zu Hause, denn wir können sie wirklich nur empfehlen. Vielen Dank an unsere liebe Dana, dass du heute hier warst. Gerne, ich danke, dass ich hier sein durfte. Natürlich, gerne. Hat mich gefreut. Ja? Ja. Sehr schön. Uns hat es auch gefreut. Wir freuen uns ja immer über Live-Gäste. Oh ja. Und da wir ja wissen, dass du so, so gerne einen Fidget-Spinner haben möchtest, ein kleines Dankeschön, Dankeschön von uns an dich. Das freut mich. Vielen Dankeschön. Dank, dass du da warst. Wirklich. Danke. Und damit sind wir am Ende. Nächste Woche geht es dann auch weiter mit einem ganz besonderen Gast, auf den freue ich mich schon sehr. Nächste Woche dreht sich alles um das Thema Fitness, aber mehr verrate ich noch nicht. Also, Jungs, Mädels, es ist was für beide Geschlechter, also schaltet wieder fleißig ein, wenn es wieder heißt bei Schwarz und Blau, Orga TV. Tschüss!